Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, aktuell schlägt das Thema Schulabbrecher wieder bundesweit auf. Viel zu viele Schüler schaffen nicht einmal den Hauptschulabschluss. Das Problem wird allerdings unterschätzt und regelrecht klein geredet. Die Schulabbrecherquoten sind in die Höhe geschossen, obwohl man bereits im Jahr 2008, Stichwort Dresdner Bildungsgipfel, diese Problematik erkannte und auch Maßnahmen bundesweit auf den Weg gebracht hatte. In Berlin schaffen aktuell jeder 10. Jugendliche keinen Hauptschulabschluss. Im Bundesdurchschnitt bewegen wir uns hier zwischen 6% und 7%, im Saarland auch ungefähr 6%. Allerdings müsste diese Erhebung deutlich genauer sein. Dinge wie Abschluss auf einer Förderschule oder ein zusätzliches Jahr, das mit eingeplant wird, spielen bei dieser Erhebung keine Rolle. Aber wir wollen uns heute nicht mit Statistiken und Zahlenwerten beschäftigen, sondern diese Thematik aktiv angehen. Schulabbrecher gibt es im Übrigen mittlerweile in allen Gesellschaftsschichten und dieses Problem müssen wir anpacken. Unterschiedliche Ursachen hat das Ganze, gesellschaftliche Probleme, gesellschaftliche Herausforderungen, die wir mittlerweile haben. Thema Mobbing in unseren Schulen spielt eine große Rolle, aber natürlich auch der Medienkonsum. Und deshalb ist es wichtig, hier mit entsprechenden Fachkräften zu agieren. Auch das Thema Multiprofessionalität spielt da eine erhebliche Rolle. Und da sind wir ja schon auf einem guten Weg, wenn ich an das Thema Schulsozialarbeit auch denke. Ohne Abschluss gibt es keine Ausbildungsstelle und das Kind liegt sage und schreibe im Brunnen und hat es schwer, aus dieser Misere wieder herauszukommen. Genau deshalb ist es wichtig, dass das Übergangssystem der beruflichen Schulen im Saarland reformiert wird. Bereits im Koalitionsvertrag ist sichtbar, dass das gemeinsame Ziel der Landesregierung, den Übergang von der Schule in den Beruf weiter zu verbessern, entsprechend auch mit verschiedenen Sätzen zum Ausdruck bringt, dass man dies auch so aktiv angehen möchte, wie wir das jetzt mit dem vorliegenden Gesetz auch getan haben. Die beruflichen Schulen tragen wesentlich zur Durchlässigkeit des Bildungssystems bei. In diesem Zusammenhang soll der Übergang vom Allgemeinbildenden in das berufliche Schulsystem und innerhalb des beruflichen Schulsystems verbessert werden und die eben bereits mehrfach erwähnten Bildungsschleifen abgebaut werden. Die Schulformen des beruflichen Übergangsbereichs werden stärker auf den Übergang in eine duale Ausbildung ausgerichtet. Gleichzeitig wird eine größere Durchlässigkeit erreicht. Und das Thema Durchlässigkeit, denke ich, spielt hier eine entscheidende Rolle, dass wir nach oben und nach unten viele Möglichkeiten haben, hier alle Schüler, alle Gesellschaftsschichten mitzunehmen, um den heutigen Problemfeldern auch Lösungen zu präsentieren. Zum Erreichen der genannten Ziele wird die bisherige ausbildungsvorbereitende Bildungsgang an der Berufsschule, das Berufsvorbereitungsjahr und das Berufsgrundbildungsjahr zu einer einheitlichen Ausbildungsvorbereitung zusammengefasst. Hier ein Hinweis an die Fraktion Die Linke. Wir haben uns damit auseinandergesetzt. Würde es Sinn machen, diese Ausbildungsvorbereitung wie vorgeschlagen zweijährig auszurichten? Aber wir sind der Überzeugung, und es wurde eben auch dargestellt vom Kollegen Renner, dass genau das das Thema Bildungsschleifen mit Sicherheit nicht verbessern würde, weil, und das möchte ich an der Stelle hervorheben, das kann man nicht oft genug sagen, das Klientel, das wir in diesem neu geschaffenen System der Ausbildungsvorbereitung haben, ist sehr, sehr herausfordernd. Man muss die Schülerinnen und Schüler mitnehmen, motivieren, Frustrationen abbauen und das schafft man mit Sicherheit nicht, wenn man ihnen sagt, ihr müsst jetzt 2 Jahre diese Ausbildungsvorbereitung durchlaufen, sondern es müssen verschiedene Mechanismen, Konzepte greifen, um die Schülerinnen und Schüler letztendlich zu einem Bildungsabschluss zu bringen, um frühzeitig dann eine Ausbildung auch zu starten. Also von daher die Ausbildungsvorbereitung, ein guter und wichtiger Ansatz. Die Schulform des beruflichen Systems wird dadurch deutlich attraktiver und auch transparenter gestaltet. Zum Thema heterogenes Schülerklientel, das sehr herausfordernd ist.
da gibt es schon Lösungen und von daher auch sehr, sehr gut, dass mit dem Gesetzesentwurf auch schon die Verordnungen mit angepasst wurden und man im Prinzip schon vorausschauend geplant hat, was muss da noch mit berücksichtigt werden. Und das Thema Klassengröße wurde mehrfach angesprochen und da ist man nicht nur bestrebt, sondern hat auch schon Lösungen aufgezeigt, dass selbstverständlich gerade bei der Ausbildungsvorbereitung und auch in der Berufsfachschule 1 natürlich beim Klassenteiler auch Wert darauf gelegt wird, dass hier entsprechend die Klassen so ausgerichtet werden, dass die Lehrer hier auch entsprechend gut unterrichten können und alle Schüler im Blick haben. Wichtige Basics müssen vermittelt werden im Bereich Sozialkompetenz und so weiter. Und deshalb ist es wichtig, auch die eine oder andere Anpassung im Bereich der Stundentafel anzugehen, wie das auch entsprechend geschehen ist. Das Thema Lernentwicklung und individuelle Lernbegleitung ist ein ganz wichtiges Stichwort. Und hier sind etliche Parameter eingearbeitet worden in dieses Gesetz, in diese Verordnungen, die wirklich genau diese individuelle Förderung und auch immer noch mal die Möglichkeiten haben, die Schüler aktiv mitzunehmen. Und das Thema Vorbereitung der Ausbildung durch entsprechende Praktikas in Betrieben, in Praktikas, auch in den Lehrwerkstätten, wird hervorragend umgesetzt. Da zeigte sich auch die Handwerkskammer und auch die anderen Kammern wirklich sehr zufrieden, um die Schüler hier wirklich vielfältigen Einblick zu gewähren, um möglicherweise vielleicht dann doch die ein oder andere Entscheidung in die zukünftige Ausbildung grundzulegen. Also auch das Thema Berufsfachschulen, hier sehr praxisorientiert und sehr nah am Beruf auch dran. Besonders hervorheben möchte ich auch die 10-Wochen-Frist für die Schülerinnen und Schüler, die mitgenommen werden, obwohl sie einen Schnitt unter 0,7, also glatt befriedigend Minus, haben, dass die Klassenkonferenz nach den 10 Wochen auch entscheiden kann, möglicherweise dann doch eine Verlagerung in die Ausbildungsvorbereitung. Das ist ein gutes Signal an die Lehrkräfte, dass sie nach den 10 Wochen dann wirklich am besten bewerten können, bei wem hat es vielleicht dann doch mehr Sinn, das Thema Ausbildungsvorbereitung noch einmal anzugehen. Die Anhörung ist, wie eben bereits erwähnt, sehr umfangreich gewesen. Aus allen Bereichen, Lehrer, Eltern, Kammern, Verbände, haben sich hier die entsprechenden Gruppen zu Wort gemeldet, auch aktiv dort an diesem Termin eingebracht. Wir haben sehr lebendig auch dort diskutiert und viele Dinge mit einfließen lassen. Und was im Vorfeld von Seiten des Bildungsministeriums wirklich vorbildlich war, dass man auch eine Gruppe von Schulleitern mit eingebunden hat, eine Gruppe gebildet hat, die Erfahrungswerte mit dem Bereich Berufsgrundjahr schon gesammelt hatten, um zu sagen, wie könnte möglicherweise an meinem Schulstandort dann die zukünftige Ausbildungsvorbereitung auch umgesetzt werden. Und das haben wir auch gesehen, dass da etliche Dinge überarbeitet wurden. Und von daher sind wir guten Gewissens, dass diese Reform jetzt auch wirklich auf einem guten Fundament steht. Abschließend eine wichtige Reform genau zum richtigen Zeitpunkt. Ich erinnere wieder an den Anfang meiner Rede, Thema Schulabbrecher. Wir liefern hier entsprechende Lösungen im Saarland, dass wir wirklich erkannt haben, wo Bildung ansetzen muss, um die Schülerinnen und Schüler in die Ausbildung zu bringen, weil das muss unser aller Ziel entsprechend sein. Es ist ja anspruchsvoll und sehr herausfordernd für die Lehrkräfte. Von daher ein guter Schritt, dass jetzt 10 Monate Vorbereitungszeit ist. LPM steht in den Startlöchern und wird die Lehrkräfte dabei begleiten. Pädagogische Tage wird es entsprechend geben und man ist schon in der Planung, an welchen Standorten wird es umgesetzt werden. Und diese Vorlaufzeit reagiert auch auf Dinge, die vielleicht in der Vergangenheit etwas schnell umgesetzt wurden. Das wurde erkannt und hier baut man bewusst ein gesamtes Schuljahr mit ein als entsprechende Vorbereitungsphase. Zusätzliches Personal selbstverständlich wird benötigt. Auch hier das Schlagwort multiprofessionelle Teams, die wir auch hier entsprechend gerade im Bereich Schulsozialarbeit, Schulpsychologie und, mit einpreisen müssen. Und natürlich
müssen die Betriebe auch im Nachgang unterstützt werden, auch Sozialpädagogen und so weiter in den Betrieben, die die Schüler weiterhin begleiten, auch die Anschlussfähigkeit in die Familie entsprechend im Blick haben. Also von daher bitte ich um Zustimmung zu diesem gut gemachten Gesetzentwurf. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Musik